Hallöchen, Opöchen und willkommen zurück zum PC Building Simulator. Wo ist der Ton hin? Wo ist die Musik? Muss ich die erst anmachen hier wieder? Bestimmt, ne? Musik? Hat euer Ernst? Das sind nicht echte Radios, oder? Die dürfen wir gar nicht hören. Das ist ja geil. Das sind ja echte Radios. Classic Rock. Ja, leck mich am Arsch. Das Spiel verblüfft mich immer wieder aufs Neue. Ich habe ein tolles Radio. Warte mal hier. Bin ich gerade richtig geflasht von einfach ein Online-Radio. So, wir brauchen die E-Mails, damit wir wissen, was wir hier machen sollten. Hier haben wir Sachen bestellt, die sind im Warenkorb. Und hier haben wir Tetil, müssen wir mal schauen. Tetil, PC aufrüsten, CPU aufrüsten, 16 GB RAM. Easy going, warte, wollt ihr denn noch bunte Kabelchens? Weiße Kabelchen kriegen wir hin. So, dann einmal öffnen. Easy going. So, da sind ja schon weiße Kabel drin, was ist los? Doof. Okay. Erstmal sauber machen die Bumsbude hier. Komm schon. Oh, das sieht gut aus. Warte mal. Ich habe das Gefühl, dass hier hinter noch dreckig ist. Ja, sieht gut aus. Okay. Also, 16 GB RAM installieren, speichern. Speicher rein. Und dann entfernen wir das Ding hier. Und ich hoffe, wir haben den besseren CPU gekauft. Ja, ein i7. Natürlich. Wärmeleitpaste drauf. Prozessorkühlung wieder drauf. So. Müssen wir erstmal alle Kabel entfernen. Ich glaube, die sind modular, wenn ich das richtig sehe. Ja, die sind modular. Wie sonst noch ein Kabel? Nee, ne? So, Kabel in weiß möchte er. Nehmen wir hier die flexiblen in Kunststoff, ne? Sind die eng anliegenden? Schön wird das, schön wird das, Leute. Wir werden auch heute mal wieder die Werkstatt wechseln. Wir werden in die Razer-Werkstatt wechseln. Einfach, weil wir was können. So. Einfach, weil wir was können. Und weil mein ganzes Equipment einfach aus Razer besteht. Wiederholt mich da gerne. Ich bin ein Razer-Fan. Ich habe das Iron X Mikrofon. Ich habe die Basilisk Pro mit der Docking Station.
Ich habe Ach, wie heißt die Tastatur? Irgendwas mit C. Ich weiß es gerade nicht, Leute, muss ich gestehen. Irgendwas mit C. Oh. Warte, wir können nachgucken, warte. Das wäre das kleinste Problem. Zeige ich euch. Also. Kinosa. Kinosa V2, Nari Essential, Basilisk Ultimate und eigentlich noch die Docking Station. Die steht aber jetzt gerade hier unangedockt, weil ich die Maus verkabelt habe. Sonst würde die auch noch hier drin stehen. So, dann League of Legends. Fuh dich selber, Alter. Was ist los? Schönes Hintergrundbild aber. Aber ist gefährlich, Leute, ne? Denkt dran. Macht das nicht. Hier in Krefeld, wo ich herkomme, ist der Zoo abgebrannt. Ganzen Affen tot. Da ist der Virensrenner. Ich suche die ganze Zeit Virensrenner. Die ganzen Äffchen sind gestorben, du. Macht das nicht. Was hat hier eigentlich? Irgendjemand hat mir zu. Ah. Hey, der Christian hat mir geschrieben, privat. So, keine Viren. Dann sind wir mit dem Rechner fertig. So. Dann schicken wir den auch eben weg. Und wechseln in die wunderschöne Razer-Werkstatt, die mir wirklich von allen am besten gefallen hat. Mega. Einfach geil. Einfach geil. Da fühle ich mich wie bei mir zu Hause. Einfach richtig pornös. Ich finde es einfach geil. Hier ist mein Headset im Übrigen, ne, weil ich gerade auf habe. Wobei das hier das Nari Pro ist. Ne? Ich habe das normale Nari. Da kann man das Headset so rausklappen. Und bei dem Nari Pro kann man es rausziehen. War mir nicht wichtig. Hauptsache kabellos. Mega. Mega. Da ist das Nari Ultimate. Das wird auch. Ich werde das noch austauschen. Definitiv. Ich werde mir irgendwann das Nari Ultimate. Das Nari Ultimate kaufen. Ja. Happy Toast. So. Machen wir nochmal die E-Mails auf. So. Regenbogen. Das wird wohl jetzt der hier sein, ne? Vermutlich. Ja. Du willst einen Leistungswert von so viel haben und hast die letzte Schrottmühle. So. Erstmal machen wir den sauber. Habe ich denn da schon was für gekauft? Ich weiß es gar nicht. Muss ich gestehen. So, erstmal machen wir das Ding an. Und dann gucken wir mal. Ach ne, ich muss das Ding installieren hier. Klick rein. So. Nein, wir wollen jetzt nicht neu starten, denn wir müssen die Bauteilleistung noch nachschauen. So. Im Info. Ist das hier vielleicht noch? Das machen wir auch noch schnell drauf. Ja, jetzt können wir neu starten. Das Kabel richtig legen.
So. Bauteile Leistung. Also wir brauchen eine bessere Grafikkarte. Also wir bräuchten hierfür jetzt ein Core i7. Warte mal. Ein Core i7 kann ich mir jetzt auch nicht aufschreiben, ne? Muss ich an meinen Rechner gehen. Aber wir können es direkt in dem Shop bestellen. Core i7 Prozessor. Core i7. Der hier in dem Warenkorb. Und was war das andere? Eine MSI GeForce GTX 980 Ti. Grafikkarte. 980 Ti. Oh, ich wollte hier raus. Ich wollte schon den Tab wechseln. Ja, moin. Golden Edition. So, was kostet die? Ey! Golden Edition. Ist mir egal. Was zahlt er? 1000. Dann können wir dem das auch holen. Haben wir schon im Warenkorb. Und dann sagst du mir mal, was du für einen Arbeitsspeicher drin hast. Dann holen wir dir nämlich noch einen neuen Arbeitsspeicher. Team Group, GeForce. Erstmal ausmachen. Dann schauen wir mal, ob ich noch einen Speicher habe. Aha. Hätte ich es nicht schon geahnt, hä? So. So, raus damit. Schauen wir mal Grafikkarte. Alles benutzter Scheiß hier. So. Mein Inventar ist hier. Das sind die Grafikkarten, die ich jetzt noch habe. Also den CPU und die Grafikkarte müssen wir auf jeden Fall bestellen. Für morgen. Damit das fertig ist. Dann müsste der morgen mehr Power haben. Damit wir aber jetzt hier auch weiterkommen, müssen wir natürlich auch die anderen Rechner beachten. Grafikkarte ersetzen, die ist bestellt. Ich arbeite mit Computer. Mein PC ist in letzter Zeit so lahm. Verwerfen, das haben wir schon fertig. Blake Pattenberg präsentiert mit großer Freude das Film Classics Archiv. Ja, dankeschön. Ich brauche einen neuen PC für den Ortsverein der Eisenbahnfreunde. Es muss nichts absolut ausgefallenes sein, aber bitte über ein ordentliches Maß Arbeitsspeicher und Festplattenplatz zugunsten der wöchentlichen Dia-Abende verfügen. Den ich nämlich immer ganz schön hin. 750 Euro. Ach du Scheiße. Also wir müssen jetzt einen PC zusammenbauen für 750 Euro. Eieieiei. Ja, da kommen noch zwei. Okay. Vielleicht sollten wir dann jetzt einmal doch aufschreiben, für wen wir hier was machen. Cloud Notes haben wir drauf. Da. Okay. Dann Regenbogen, schreibt mir das einfach nur auf zur Sicherheit. Regenbogen bekommt Golden Graka und was war das noch? Der i7K. Einmal in den Shop. So. Immer in meinen Warenkorb, bitte.
Dann die DFL geht an den anderen. DFL, wir schauen, wie der heißt. Ausdruckslos. DFL aus. Ausdruckslos. So. Dann müssen wir einen PC zusammenbauen für 750 Dieben. Also einfach ein Billig-PC jetzt. Können nicht so einen vorgefertigten einfach. Okay. Den haben wir. Kabel haben. Oh! Nehmen wir mal mit noch hier. Wir dürfen nur nicht so krass überziehen, müssen aufpassen. Netzteil. Wie viel Arbeitsspeicher wollt ihr maximal haben? 16 GB und 500. Okay. Reicht ja ein nicht modulares. Die Festplatte reicht auch. Reicht ein Rechner ohne Grafikkarte, ne? Gibt es das bei Hauptplatinen? Jetzt brauchen wir erstmal Hauptplatine. Filter. Das ist aufsteigend. Multi-GPU. Das sind alle, die wir haben, mehr nicht. Ich vermute, die brauchen alle eine Grafikkarte. Die billigste Grafikkarte ist schon ganz schön teuer, ne? Was haben wir jetzt für eine genommen? DDR4. Beileg. 266er. CPU. Vielleicht der hier, Kirby Lake, Sky Lake. Komm, wir nehmen jetzt keinen Celeron. Aber wir nehmen wir einen Celeron. Ein bisschen was geben wir schon aus. Mindestens i3 sollten wir. Guck mal, wir haben noch einen im Inventar. Nehmen wir einfach den, den wir haben. Merkt ihr nicht. So, 266er. War doch richtig, ne? Genau, 266. Bei 66. Da will er 16 GB von haben, Minimum. Okay. Mit billiger, aber es sind ja keine 266er. Prozessorkühlung. Den, der sieht gut aus, das macht ein bisschen was her. Dann haben wir jetzt alles, ne? Dann haben wir jetzt alles. Wir haben alles. Ich habe jetzt nicht den billigsten Scheiß genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Das wollen wir ja auch nicht. Wollen wir auch nicht. Machen wir nicht, wollen wir nicht. Jetzt müssen wir nur schauen. Von der Knete her komme ich nicht so weit. Bin schon bei 1800. Das nehmen wir erstmal an. So, was wolltest du? RAM ersetzt haben.
PC-Daten. Ach, denn mein Kalender eigentlich? Warte mal. Okay. Ach so, damit man weiß, was das ist. Okay. Mhm. Wann muss ich denn Miete bezahlen? Habe ich noch ein bisschen Zeit für. Dann können wir das machen. RAM ersetzen. Wie viel RAM hast du denn? G-Skill Fortis. Fortis 2 und 3. RAM Fortis. Einen. Und PSU Corsair TX 550M. Okay. Können wir den Auftrag nämlich auch annehmen. Und was möchtest du? Den RAM noch ersetzt haben. PC-Daten. Die Skill Fortis nochmal. Okay. Wird knapp. Irgendwas müssen wir rausnehmen. Die Kabel. Die Kabel können raus. Okay. Dann darfst du mir den auch schicken. Was hast du? CPU aufrüsten. Das kriegen wir bestimmt immerhin 16 GB aufrüsten. Was haben wir denn da? Das ist ja kein Problem. Adata 2133. Adata. Ja. Adata. Intel Pentium G4500 und G4500, den hat er drin, 2 Kerne und ein Skylake. Was jetzt? Wir haben komplett G4500. Wir haben komplett vergessen. Da. Nee. Den da. Also gehen wir lieber auf einen. Auf was gehen wir denn? Nehmen wir i3. Boah. Ich würde sagen, original genau auf dem Punkt überzogen. So, dann. Oh Gott. Gute Nacht. Jetzt muss ja hier ein Berg von Sachen stehen, Alter. Ist ja ja nix. Ist ja nix drin hier. So, dann wollen wir mal. Fangen wir mit dir an. Regenbogen, warte mal. Ja, warte, ich mach erstmal mein Rechnerchen an hier. Also Regenbogen bekommt die goldene Grafka und den i7. Das Regenbogen, ne? Das Regenbogen. Der bekommt die goldene Grafka.
Die Karte. Golden. Ah, müssen wir erst das hier wieder rausnehmen. Und jetzt aber. Und den E7. Noch drin. Ja, der schickt hier noch drin. Oh, nein, ausmachen. Lüfter vergessen. Verkabelung hier unten natürlich auch noch vergessen, das läuft. So, jetzt aber. Sehr schön. Bauteilleistung. Dann brauchen wir jetzt noch das Benchmark-Programm. Darfst du neu starten, bitte? Ja. Dann hätte ich gerne einen USB-Stick. Sehr schön. Und du bekommst nur die Grafikkarte, ne? Nämlich die hier. Oh, das läuft alles. Schauen wir mal eben nach, ob die sich eine Farbe gewünscht haben. Regenbogen, Seiten, manche verstaubt. Nein. Und der weiße Kabel fände er super. Dann schauen wir mal nach, ob wir hier was machen können noch extra. Eigentlich müssten wir nachher reich sein. Schauen wir nach. Andere Seite. Kabel. Weiß. Kommt auf weiß. Das werden wahrscheinlich keine modularen sein. Da können wir nicht viel tun. Hier hinten können wir schon eher was tun. Die sieht man nur nicht. Außer da. Den da, der wird auch weiß. Gut, dann Power an. Hier machen wir den Benchmark-Test an. Und nichts drauf, okay. Installieren, PC-Teile. Läuft, ich find's super. Ich find's super. So. So, dann haben wir den fertig. Sehr schön. Guck mal, da ist das Gehäuse, den Rechner, wo wir selber bauen. Werden wir auch als nächstes machen. Das finde ich geil. Habe ich irgendwie Bock drauf, so einen eigenen Rechner bauen. Irgendwie cool. Irgendwie cool. So, was sagst du? Oh, er läuft aber schön flüssig, ne? Also auf jeden Fall besser als die anderen Dinger. 5000. 5000, 4000 sollten wir erreichen, Leute. Ich will nichts sagen, ne?
4000 sollten wir erreichen. Wir haben 5000 draus gemacht. Ich würde sagen, wir haben eine Höllenmaschine gezaubert. Mal scannen. Bereinigen. Dann das weg. Er hat von mir High-End bekommen, Leute. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Der kommt und sagt das anderen weiter. Die kommen wieder zu mir. Mehr Money. Verstehst du, wie ich meine? Mehr Money. More Money, more Money. So easy going. Bitteschön. Ah, dann kommst du mit. Upp. So, dann baue ich das Zettelchen jetzt hier, ne, von dem wir gerade gesprochen haben. Schwupp. Und dann fangen wir an. Erstmal installieren wir das Netzteil. Hier kriegst du hier das Billige. Du hast auch nicht so viel Budget, mein Freund. So. Dann installieren wir dir das Mainboard. Den Schräubchens. Sehr schön. Nein. Ach, da kommen ja noch die normalen Schrauben drauf. Ja, moin. Sorry. Wenn man die alles selber macht, hä? So. So, dann entfernen wir mal eben hier das Ding. So, installieren. Prozessorkühlung können wir auch schon draufsetzen. Speicher. Mal einfach hier den billigen genommen. Bin ich nur am Überlegen, welcher war's? Zack. War einer von denen hier, ne? Die Fortis brauchte ich. Brauchte ich den auch? Warte mal. Das kann ich aber, das kriege ich aber schnell raus. Das war der G-Skill 40. Das war nämlich auch ein G-Skill 40. Und das. Ah, Data. Okay. Das ist das Doofe. Das müsste man sich irgendwie notieren können, dass man das so anpinnen kann. Das wäre ganz gut. Speicher. Dann. Ach ja, der wollte ja 8 GB, 16 GB haben. Deswegen haben wir die zwei genommen, ich erinnere mich. So, haben wir eine billige Grafikkarte genommen. War nämlich die hier. Oh. Kriegen wir es wieder rein? Gute Frage. Normalerweise kriegt man nicht wieder rein, Leute. Nur zur Info. So, da haben wir eine olle Barracuda. Ja, verkaufen, die ist gerade kaputt. Hallo. Rein damit. So. Und dann haben wir schon alles drin, ne? Netzteil, Prozessor, alles drin. Lüfter. Brauchen wir nicht, den haben wir ja schon drin. Jetzt nur noch verkabeln. Ja,
jetzt angehen. Stick ist drin. Wir haben jetzt 552 gezahlt, hätten also eigentlich auch einen neuen CPU noch kaufen können, haben aber ja nur einen von einem Upgrade, von daher gar nicht so schlecht. Ist dafür noch von mir ein Virenscanner. Nein, und dann, bitteschön, der ist fertig. Das war doch easy. Das war doch easy. So, dann fangen wir mit dem an. Was haben wir hier? Junker, Simon. Der Herr Junker. Junker, da. Dennoch hätte ich ganz diese kunststoffblauen Kabel sehen toll aus. Ja, kunststoffblaue Kabel habe ich nicht. Tut mir leid. Auf blaue Kabel habe ich nicht. Ich muss erstmal wieder mit Knetezeug kommen hier. Tut mir leid. Oh, schick. Schick. Hätte ich bei meinem Gehäuse auch gerne. Aber ich habe eine richtige Glasscheibe zum Rausnehmen. Okay. Was sollen wir machen? Erstmal aufrüsten. Was tun wir? Hässlichen Arbeitsspeicher hier rein. Die CPU aufrüsten. Kabel ab. Installieren. Der CPU. Den hat er drin gehabt. Den kriegt er rein. So. So. Und dann machen wir noch das Ding rein. Anmachen. So. Dann geht's hier weiter. Jetzt hier weiter, Leute. Erstmal einen Virenscanner draufhauen. Kannst du direkt neu starten. Was wollten wir hier tun? RAM ersetzen. Und RAM ersetzen wir nicht. Das wäre jetzt nicht schwer. Neuen RAM. Der da rein. War schon. So. Und. Ach, mein Stick steckt noch da drüben drin. Ja. So schlau. So. Sehr schön. Damit haben wir den auch fertig. Bitte schön. Und dann schwupp, schwupp, schwupp. Dann nehmen wir schon mal den nächsten. Das läuft wie geschnitten Brot hier, du. Das sag ich dir aber. Den will ich gar nicht anfassen, so dreckig wie der ist. Erstmal entfernen wir hier das Gehäuse. Da fällt schon Staub runter. Ekelhaft. Ekelhaft. Der ist ja ultimativ dreckig. Kann ich so einen automatischen Staubsauger reinhalten irgendwie? Ekelhaft. So. Da müssen wir aber auch die Rückwand entfernen. Denn wir müssen alles entkabeln, was dazugehört.
Alles entkabeln. Was wir finden. Wenn wir es gleich neu verkabeln, dann werden wir bestimmt auch andersfarbige Kabel haben. Das ist nämlich nur halb so wild. Was ist hier für ein Kabel? Unantastbare. Jo. Und die RAM sollen wir auch ersetzen. So. Dann installieren wir erstmal den Speicher. Kaufen. Und dann installieren wir die PSU. Das ist das Netzteil. Und er bekommt das Corsair. Upp. So. Freue ich mich auf das Werkzeug, wenn man es nur noch anklicken muss und es geht von alleine rein. Leute. So. Dann Kabel. Jetzt schauen wir erstmal nach. Also hier der Christoph auffällig irgendwie oder wie er heißt. Christoph da. Ja. Okay. Und der Junker Simon, der wollte blaue Kabel, die haben wir leider nicht. Du kriegst aber von mir einfach, weil ich geil bin, kriegst du schöne, enge, gelegene, weiße Kabel. Das kriegen wir hin. Die sehen auch gut aus. Weiß ist ja nicht gleich blau, ich weiß. Jo, das sieht gut aus. Ja, der hat hier hinten noch mal einen Stick, ne? Haben wir nicht gesagt, du sollst neu starten? Was? So. So, der Virenscanner drupp. Den Virenscanner laufen lassen. Keine Viren. Damit ist der. Warte mal, irgendwas habe ich vergessen. Den RAM zu ersetzen, oh Gott. Bidim. Lande über mein Haupt. Habe ich den nicht ersetzt? Doch, habe ich. Er hat einen neuen RAM bekommen, mein Freund. RAM von minderer Qualität? Hier etwa auch? Nö. Ja. Tut mir leid, ist jetzt so gelaufen. Habe ich nicht drauf geachtet, kannst dich beschweren. Rechner läuft wieder. Von daher. So. Was? Keine CPU gefunden? Das verwirrt mich jetzt. Aber hier war ich doch gar nicht an der CPU dran, oder? Hier wird auch drauf geschrieben, für wen das ist, ne?
Dankeschön. Alle fertig. So, dann fangen wir mit dem an. Für den kassieren wir jetzt richtig Knete. Bam. Weg. Schulden weg. Jetzt kommt der nächste. Grafikkarte ersetzen. Kassieren. Bam. Verwerfen. Der nächste. Kassieren. Was ist mit dem? Vollständiges Gehäuse? Wie heißt der? Orient Express. Wo steht der? Was ist denn da unvollständig? Ach, hinten. Ja, ja, okay. Alles klar. Sorry. Wollen ihn natürlich nicht irgendwas vorenthalten. Entschuldigung. Passieren. Dann hier kassieren. Ich glaube, jetzt kommt der Problemfall. Oh. Leute, wir hatten einen komplett neuen RAM bekommen. Er war neu. Mit dir. Einen Unzufriedenen gibt es immer. Das wird leider immer so sein. So, meine Damen und Herren. Wir sind schon wieder bei, lass mich nicht lügen, 47 Minuten angekommen. Wir machen hier einen Cut für dieses Video. Bei der schönen, melancholischen Musik so ein bisschen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielen Dank, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet. Lasst ein Däumchen nach oben da. Ihr kennt das Ganze. Supports kein Mord. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und wenn du Wünsche hast oder Anregungen, Kommentare, schreib sie unten rein. Du weißt, wie es geht. Dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Video. Hau rein. Hasta la pasta.